Ja, moin, neue Folge Man Eater. Was ist da eine Marke? Was kann ich anbieten? Ich habe ihn voll aufgelevelt, komisch, ich kann nur auf Level 30. Potwall hat 45, schlagen aber trotzdem mit viel Einsatz. Das sieht so. Ah, hier oben. So griechisch. Ein guter Weg, um jemanden von einem Museumsbesuch abzubringen, ist, es unter Wasser zu setzen. So. Ich höre zu wenig. Wir sind noch im Golf. Ich mache einfach mal eine Mission. Jetzt momentan auf Schatten eingestellt. Manchmal müssen auch Haie genug Masse aufbauen. Krass. Einiges noch zu entdecken. Es hätte mehr Proteste rund um Prosperity Sands gegeben, wenn die Öffentlichkeit nicht schon so abgestumpft wäre, was ökologische Bedenken im Allgemeinen betrifft. Was ist die Kiste? Steht da im Boden? Nicht lassen, die Luft hier alles draußen riecht eigenartig. Nach Meersalz, Stickstoffoxiden und einem verlockenden Duftcocktail aus flüchtiger Biomasse. Mangels ausreichendem Sand oder schützenden Dünen droht in stark entwickelt. Der Bullenhai demonstriert, wie wichtig es ist, genug Mineralien zu sich zu nehmen. Tolles System hier. Es ist zwingend notwendig, dass wir die maximalen Ressourcen verbrauchen, bevor die Apokalypse der Erde unaufhaltsam ist. Sanderosion kann schädlich für das Ökosystem sein, indem Lebensräume der lokalen Fauna wie Robben, Meeresschildkröten, Vögeln und Fischen verändert werden. Ich mach da auch Mission. Nö. Protein ist eine tolle Zwischenmahlzeit, die dem Hai genug Energie gibt, um eine schwerwiegende Masse zu erreichen. Das ist sehr klein, wir sind nur 9 Meter. Mit der Weisheit wird auch recht groß. Die beiden Vorderzähne des Papageifisches, die zu schnabelartigen Platten verschmolzen sind, bieten keinen ausreichenden Schutz gegen das hungrige Raubtier. Voll der Robbenkiller. Hey. Mensch, zerstöre ich. Ach,
Lampe verwechselt. Ah, ich muss die Ecke hier fressen. Um ein ausgewogenes Ökosystem zu kümmern, ist ein komplexer Prozess. Was für einen Unterschied machen da schon ein paar tote Seehunde? Zugang zu einer Tiefkühltruhe, würde er feststellen, dass der Schwertfisch ungefähr 3 bis 4 Monate lang haltbar ist. Komisch, dass da die Menschen angezeigt werden für das Fressen. Und das ist so ein Auftrag immer. Der Bullenhai besteht als unersättlicher Fisch zu 90% aus reinem Appetit. Das ist der Reim. Die Rohstoffe sammeln, wo die meisten habe, müsste ich nur noch Spezialmissionen machen. Warum ist die Kiste nicht weg? Die habe ich jetzt Das müssen 2 gewesen sein. Landmarks sind auch wichtig, die geben auch immer. Dieser Trimaran verlief sich auf seiner Reise in das mythologische Trockene, wie bereits viele vor ihm. Proteinspeicher wie dieser sind ein praktischer und schmackhafter Weg für Haie, ihre Eiweißzufuhr zu erhöhen. Darum kann ich hier Menschen fressen. Wenn ich schnell komme, kann ich sie weghauen. Wer weiß, welcher Urinstinkt einen Hai dazu treibt, ein so fades und ungenießbares Objekt wie ein Boot anzugreifen. Prämien wurden hier regelmäßig ausgesetzt. Nachdem sich die Praxis des früheren Bürgermeisters, Haifischbeschwörer aus Fidschi einzustellen, als weitgehend ineffektiv erwiesen hatte. Ignoriere jetzt einfach mal die Boot. Warum habe ich die da übergelockt? Die Sands gab es seit 629 Tagen keine Haiangriffe mehr. Dafür könnt ihr euch beim alten Piet bedanken. Sicherlich nicht bei Prosperity Sands. Kämpfen gegen die Tümer, wenn wir wieder einen Boss wollen. Oder Zwischenboss. Wenn man dort hat, wo ich den letzten Mensch habe gefressen. Oh, mir hat etwas attackiert. Weissen Hai. Die
Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist kurz. Sie haben das Hai-Weibchen und seine vielen Verbrechen bereits vergessen. Sie vergehen 23 Minuten. Ja, bitte schon. Aber nicht gefressen. Die unheimlichen alten Götter wissen zwar Menschenopfer zu schätzen, doch sind selten begeistert, nach Port Curtis gerufen zu werden. Heimro. In die Richtung. Fiebische Fähigkeiten durch. Ich sag jedes Mal. Ein Hai ist bei der Verfolgung seiner Beute erbarmungslos. Port Clovis ist durch die Angriffslust der Haie in Alarmbereitschaft versetzt. Das ist einfach zum Pöttrigger, der nervt die Jägerstadt. Der dort her logisch. Auf hier ein, wirklich? Ja, wo sonst in der Stadt gibt es dieses Mango- oder Gesichtsspiele, das ist mal. Ich habe noch ein Schild gesehen davor. Es wird schwerer, einen erfolgreichen Casino-Raub durchzuziehen, wenn man von der Straße ins Meer fährt und ertrinkt. Oh,
Eine weitere halbe Stunde. Ich habe noch nie gehabt, dass es gibt, nur den Weg verspätet, wenn du es kaputt gemacht hast. In die Mageninhalte eines Teils eingetaucht ist, weiß, dass sie so gut wie alles fressen. Geht der Diener da raus? Jetzt holen wir noch Kisten. Verwendet Lipide aus fettreicher Nahrung wie dieser, um seine Schreckensherrschaft anzutreiben. Roger Cantrell hat neulich den staatlichen Rekord der Anzahl widerruflicher Verstöße beim kommerziellen Fischen gebrochen. Haifahrer-Tiere mit groben Waffen zu bekämpfen, ist eine Fähigkeit, die viele Haifischjäger im Gefängnis perfektioniert haben. Wenn man wüsste, wie, kann der Knopf auftun, oder? Der Was? Oh, jetzt klappt, geil. Jetzt kann ich nämlich Gebiet verbinden. Historisch gesehen führt die Überentwicklung der Uferzone zu einer Vielzahl negativer Umweltauswirkungen. Aber du solltest mal die begehbaren Schränke im italienischen Design in den Eigentumswohnungen sehen. Das lohnt sich fast nicht, ja, dann nochmal so einen Kanal. Ich mag es ehrlich gesagt auch nicht auf 100% spielen. Das ist ziemlich spannend. Ein Tag am Strand ist ein Sommerritual, welches ohne viel Sonnenschein, Sandburgen und Badedermatitis nicht vollständig wäre. Nach dem Ende des Tiki-Wahns warfen Barbesitzer ihr polynesisch inspiriertes Dekor in den Golf, wo sein kitschiger Charme komplett im Meeresleben verloren ging. Mit Abschreckungsmaßnahmen. Aber die Menschheit ist letztendlich nicht in der Lage, die Vergeltung der Natur aufzuhalten.
Der Bullenhai ist nicht wirklich ein Gourmet. Er frisst so ziemlich alles. Merkwürdiges Gemisch aus allerlei wird in den Mägen der Haie landen. Ist eine Art Superabfallplünderer, der im Prinzip keine Geschmacksnerven besitzt. Es ist wunderschön hier. Leider sind Bullenhaie farbenblind. Sammeln. Das bringt auch nicht viel, eigentlich für genug für alles. Die Analyse der Küstengewässer zeigt, dass der Besitzer des Gebiets eines Tages einen Mittelcheck des National Flood Insurance Program erhalten wird. Bullenhaie sind es gewohnt, alles zu verschlingen, was seinen Weg ins Wasser findet. Eines Hais befindet. Er ist eben der Mülleimer der Meere. Wahrscheinlich.
Der Herrscher der Tiefsee. Oh, jetzt kommen wahrscheinlich mal Gegner. Wo ist er? Und hier innen, wo es so keinen Platz hat. Sogar nach der Gründung einer Killer-Clown-Einsatzgruppe bleibt Mord in Zusammenhang mit Clowns immer noch ein Problem in Port Clovis. Komisch ist, dass ich hier nicht alles so gefunden habe. Da käme ich glaube auch noch her. Hier über noch. Sicher. Ich glaube so. Ja. Jetzt haben wir hier alles. Sehen wird ich noch. Wo ist jetzt der Spitzenpredator? Ist das der da? Der ist ja weit. Puh. Millionen Jahre irdischer Entwicklung erreichen ihren Höhepunkt mit den geräumigen Durchflussbauplänen. Menschen zu fressen. Zum Warm werden. Oh, der hat schon Level 25. Der Spitzenpredator wird noch heftiger sein. Chance
Schloss abbeissen, dem. Schild. Aber wo ist es? SpongeBob sein Haus haben wir schon gefunden. Es besteht in der Tat das Risiko, beim Surfen zu ertrinken, aber wenigstens hinterlässt man ein cool aussehendes Skelett. Jetzt nicht, ich bin durch ihn durchgeschwommen. Verfehlt zu ziehen. Hier noch ein bisschen zu betäuben. Der Gift. Der glitscht. Gesundheit also. Der weiße Hai wird oft als König der Meere bezeichnet, was ihm ein verzerrtes Bild eines Monarchen der modernen Gesellschaft verleiht. Schau dir Peter an. Wir haben noch gar nicht alles. Die haben wir noch nicht alle. Ja? 8 von 10. Die könnte noch eine sein. Alle Landmarke gibt es wieder ein neues Evolutionsteil. Das ist ein Schild.